Der Köln-Marathon 2023. Das Rhein-Inklusiv-Projekt. Menschen mit und ohne Handicap laufen zusammen. Inklusion durch Sport. Schon zum 8. Mal. Es war ein toller Tag. Es hat viel Spaß gemacht. Ganz großartig, ne? So viele Menschen zu sehen, ne? Die bereit sind, mit behinderten Menschen zu starten, gemeinsam ganz viele andere Parasportlerinnen und Parasportler kennenzulernen. Einige, die ich schon kannte, wiederzusehen, das ist ja dann manchmal wie ein Klassentreffen. Ja, ich finde es sehr, sehr vorbildlich vom Veranstalter, dass er die Inklusionsstaffeln zur gleichen Startzeit ins Rennen schickt. Und man hat schon gespürt, ich bin ja auch mit anderen Handbiker unterwegs gewesen, wie einem zugejubelt wird. Und allein auch mit den auffälligen T-Shirts, glaube ich, kriegt das Thema rein inklusiv natürlich immer einen besseren Namen. Was total super ist, die haben ja alle gesehen, dass wir rein inklusiv auf dem T-Shirt auf der Startnummer haben, haben gesehen, dass wir ein Bändel in der Hand haben und haben uns extrem angefeuert. Das war total toll. Also ich glaube schon, dass das für viele ein bisschen auch was Neues war und haben auch viele gesagt, boah, ist das krass, was ihr hier macht, aber das war einfach nur positiv und das ist ja das Schöne bei so einem Lauf. Das ist ein Projekt, das darf eigentlich nicht aufhören. Im Gegenteil, es muss auch noch andere Bereiche erreichen. Das hat hier einen wunderbaren Beispielcharakter und eine wirklich irre Begeisterung in den Kölner Straßen. Man glaubt das nicht, die kommen mit Kind und Kegel, die machen Musik, Live-Musik, kölsche Band. Döpke bin ich wieder gelaufen. Das heißt, wir sind beim ersten Rhein-Inklusiv-Marathon zusammengelaufen. Heute bei seinem Abschied vor dem Ruhestand, dem wohlverdienten Ruhestand. Und das war für mich natürlich eine besondere Ehre, dass wir diese 12 Kilometer hier gemeinsam absolvieren konnten. Und dann sind wir natürlich Arm in Arm ins Ziel gelaufen und wollten einfach hier nochmal symbolisieren. Mit Rhein-Inklusiv sind wir ein Team, ein inklusives Team, was gemeinschaftlich ins Ziel läuft. Und das war natürlich unsere Botschaft, die wir auf die Straße bringen wollten. Gänsehaut wie immer, aber eigentlich war es nochmal Gänsehaut obendrauf. Wir haben mit Rhein inklusiv wirklich schon unsere Fangruppen, die am Straßenrand stehen und sagen, inklusiv, inklusiv. Das hätte ich mir vor 7 Jahren, als wir das erste Mal gelaufen sind, nie vorstellen können. Ich glaube, wir sind hier angekommen und ja, also Gänsehaut-Tour. Es waren nur wenige Ecken, wo wenig Anfeuerung war. Also in München hat man doch einige Ecken, wo nichts ist. Und das ist hier ganz anders. Köln ist geil, die verkleideten Leute, die Trommelgruppen, das war mega toll. Also ich habe das Gefühl, das gehört echt zum Marathon. Das ist irgendwie da gewachsen, das ist sehr schön. Ich habe heute ein paar Mal daran gedacht, als wir gestartet sind mit den 7 Staffeln. Da fanden wir das auch schon toll. Heute waren wir über 30. Total schön, die Leute kennen sich, man trifft sich, man nimmt wahr, dass man in Vielfalt eine große Chance hat. Wunderschön, total schön.